heißt Hereinspaziert. Passend auch dazu, weil ja der Beginn des dritten Bandes ist. Und deshalb Hereinspaziert quasi in einem Zirkus. Zirkus, deshalb nochmal aufgegriffen, im ersten Band hatte noch, und im zweiten auch noch, hatte jeder Ton, der neu vorkommt, einen bestimmten Begriff, der mit dem gleichen Anfangsbuchstaben beginnt. Und das C hatte den Clown. Und den Clown im Zirkus, heute gehe ich zum Zirkus, ich freue mich schon auf den Clown, hieß das Stück damals im ersten Band. Und deshalb habe ich jetzt, da gibt es nicht mehr die Kombination neuer Ton und einen Begriff, aber das wollte ich am Anfang des dritten Bandes nochmal aufgreifen, einfach den Zirkus, den Clown aus dem allerersten Band. Deshalb hereinspaziert, hereinspaziert, passt auch gut, wie gesagt, zum Beginn des dritten Bandes. Herein, herein, liebe Leute, hereinspaziert, herein, herein, tretet ein und seht, was passiert. Ich spiele es zuerst einmal vor. Hier ist es jetzt so, dass oben drüber Puzzleteile stehen. Wie gesagt, in den Puzzleteilen stehen die schwersten Teile oder die neuen Teile auch eines Stückes. Und wenn man das schon einmal einzeln übt, da sind zum Beispiel schwierige Griffkombinationen mit dabei, dann ist es hinterher leichter, eben das ganze Stück zu spielen. Deshalb spiele ich jetzt zuerst einmal das obere linke Puzzlestück. Da kommt das Cis vor. Da haben wir quasi also Halbtonschritte aufwärts, C, Pause, Cis, D. Im zweiten Puzzlestück kommt nicht das Cis vor, aber eine andere Griffkombination, die nicht ganz so dankbar ist. Und zwar haben wir ein D, dann ein B. Das ist deshalb nochmal umkreist, farbig umkreist. Das gab es zwar schon im zweiten Band, aber es kommt in diesem Band jetzt zum ersten Mal vor. Der Zauberton nicht mehr farbig markiert als Ton, als Note selber. Und deshalb ist hier nochmal der Kreis drum. Und das ist ein bisschen auch nicht so eine dankbare Griffverbindung, weil wir ein D haben und dann ein B und sich viele Finger gleichzeitig bewegen müssen und wir wieder diese gegenläufige Bewegung haben. Das heißt, beim D ist der Mittelfinger drauf und der Daumen weg und dann geht der Mittelfinger weg und Zeigefinger, Daumen, Ringfinger und Zeigefinger der rechten Hand gleichzeitig drauf. Wenn das klappert, also wenn dieser Tonbeginn nicht ganz sauber ist, dann liegt es meistens an dem Finger, der rauf muss. Denn die Schwerkraft hilft uns ein bisschen und meistens haben wir den Impuls ja auch für den neuen Griff. Das heißt, wir denken an die Finger, die runter müssen, die die neuen Löcher bedecken müssen. Und dass da ja noch gleichzeitig einer hoch muss, das gerät manchmal ein bisschen in Vergessenheit. Und wenn es klappert, dann hilft es, den Fokus auf den Finger zu legen, der hoch muss, der weg muss. Und insofern, wenn man dann an den Mittelfinger denkt, dann geht es meistens am leichtesten. Und wenn man die Finger rund macht, das heißt lange, gerade Finger, ist immer schwer zu kontrollieren. Außerdem trifft man nicht so ganz, weil man oft dann hier in diesem Gelenk mit drin ist. Wenn man bei diesem fleischigeren vorderen Teil ist, da kann man besser die Löcher abdecken. Deshalb lieber rund und kleine Bewegungen und an den Finger denken, der weg muss. Deshalb ist dieses zweite Puzzlestück da. Und beide Puzzleteile kommen auch in dem Lied vor. Das erste Puzzleteil ist beim Übergang von der ersten zur zweiten Reihe und direkt im Anschluss kommt das zweite Puzzleteil.
Also das D, das Ende des ersten Puzzleteils und das gleichzeitig der Beginn des zweiten Puzzleteils ist, wird hinterher nur einmal gespielt und damit gehen diese beiden Puzzleteile quasi ineinander über. Und deshalb spiele ich jetzt mal beide hintereinander, spiele das D aber nur einmal. Das heißt, mein Schlusston des ersten Puzzles ist gleichzeitig schon der Startton des zweiten Puzzles. Das war zu dem Stück. Erstmal die Erklärung. Jetzt ist dieses Mal ja ein kleines schwarzes Klaviersymbol oder genauer gesagt, es ist ein Flügel, ein Konzertflügel mit aufgeklapptem Deckel. Neben dem Titel. Neben hereinspaziert ist ja zum einen der Clown, also das passende Bild dazu, aber auf der anderen Seite links daneben ist eben dieses schwarze Flügel-Klaviersymbol und das ist das Symbol dafür, dass es dazu eine Klavierbegleitung gibt. Und jetzt gibt es noch einen Vorschlag mit dabei. Der steht unten drunter. Und zwar, dass man sich überlegen kann, wer denn wohl in diesem Zirkus auftreten könnte. Das heißt, ein Clown vielleicht. Oder Reiter. Oder Akrobaten. Oder Jongleure. Oder Flöhe. Keine Ahnung. Was auch immer da sein mag. Und dann kann man sich überlegen, wie könnte das denn wohl klingen? Also Flöhe zum Beispiel. So als spontane Idee. Vielleicht fällt einem noch was anderes ein. Oder dass eben Reiter unterwegs sind. Reiter ist oft so. Da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Da kann man sich halt selber überlegen, wie man dieses Stück selber noch spannender gestalten kann. Und dann kann man daraus ein Rondo machen. Ein Rondo ist immer so, dass es einen Teil gibt, der immer und immer wiederholt wird. Und dazwischen gibt es wechselnde Zwischenteile. Und da könnte man es eben so machen, dass man immer wieder hereinspaziert spielt, also das, was da steht. Und dann kommt der erste Zwischenteil. Die Flöhe zum Beispiel. Dann spielt man wieder hereinspaziert. Dann kommt der zweite Zwischenteil, zum Beispiel die Reiter. Dann wieder hereinspaziert, dann kommen vielleicht Akrobaten. Dann wieder hereinspaziert und was einem sonst noch halt so einfällt. Und am Anfang, zwischendurch, zwischen jedem Zwischenteil und zum Schluss kommt eben immer das, was als Noten aufgeschrieben ist, also immer dieses hereinspaziert. Und da kann man, wie gesagt, dann der Fantasie freien Lauf lassen, gucken, was einem so einfällt. Und das dann zwischendurch spielen.